Willkommen zurück auf den Dächern von New York und wir jagen immer noch die sogenannten Dachgeister. Oder wie ich dazu sage, die Roofies. Einen haben wir. Dann werfen wir mal eine Falle und sammeln ihn ein. Na komm! Du willst da rein. Genau, sehr schön. Und... Wem hast du es besorgt? Naja, noch nicht, Ray. Jetzt besorgen wir es ihm. Und wir haben ihn. Sehr schön. Gleich den nächsten hinterher. Hier drüben in unsere Falle. Ich hoffe doch. Na, der will nicht. Du hast ihn angeschlagen. Und jetzt hier schön Teamwork in die Falle rein. Ich habe mich schon vorher mies gefühlt. Hui, ich denke mal, wir haben alle. Nein, haben wir nicht. Da kommt noch eine Welle. Naja, man muss dazu sagen, hier oben in Manhattan, da sterben sehr, sehr viele Bauarbeiter auf den Dächern. Eine allgemeine Krise in der Stadt. Runter mit dir. Und die Falle raus und wir lochen ihn ein. Nicht schlecht, Mann. Lauf! Da ist ein ganzer Trupp von der Sorte. Naja, einer ist kein Trupp, sondern eben nur einer. Und... Sehr schön. Aber wir haben den Marshmallow-Mann verloren. Starkes Signal. Na, wie kann man denn den Marshmallow-Man verlieren? Ich meine, immerhin 40 Meter groß und verliert überall Zucker. Oh, hier drüben. Und er sieht gar nicht glücklich aus. Oh! So wird das gemacht. Gute Arbeit, Leute. Ha! Kostenlose Süßigkeiten für alle von der 54. bis zur 5th Avenue. Happy Thanksgiving! Da geht er hin. Der böse Seemann ist ganz runter auf die... nicht ganz. Er hat's nicht geschafft. Hey, Ray, wenn dich drei Typen so groß wie dein Finger ein 30-stöckiges Haus runterwerfen würden und du wieder ganz hochklettern müsstest, um sie auseinanderzunehmen, wie sauer wärst du auf die Typen? Ich wäre verdammt sauer. Dazu kommt noch ein Zuckerrausch. Der riesige blau-weiße Typ, Mann, was auch immer, kommt schon wieder. Er klettert am Gebäude hoch. Überraschend, wie flink er ist. Man bedenke, dass er keine Knochen hat. Gute Nachrichten. Wir haben den Supersperrer einsatzbereit und das Ecto 1 ist unterwegs. Könnt ihr den Marshmallow mal ein paar Minuten aufhalten? Wenn ein paar weniger als eine Minute heißt, dann ja. Hey, hat jemand gesagt, es wäre schon Pause? Keine Sorge, wir haben dich. Wenn du schon da unten bist, könntest du die Zuckerkugeln nochmal über die Seite hauen? Okay, wir hängen am Gebäude und ich frage mich gerade, wie wurden wir so schnell eben angeseilt? Klar, na gut, dann besorgen wir es mal dem Marshmallow Man. Und wir haben dein Gürtel fest in der Hand. Da kommt er, die Maximutter der Manifestation. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Oh Mann, grill ihn, Häuptling, in vollen Strahl. Naja, ich versuch's doch. Deine Gesundheitsversicherung beginnt erst in 89 Tagen. Na! Noch mehr Minis. Wie viele kann der eigentlich generieren? Aus einem soliden 19.000 Quadratmeter großen Marshmallow? Das ist unvorstellbar. Das sind aber völlig neue Minis, die hätten wir noch scannen können. Jetzt bekommen wir es hier mit heißem Zucker eingefahren. Und wir sehen, der Marshmallow-Mann hat zum ersten Mal eine Lebensanzeige. Scannen wir die mal. Funktioniert hier oben nicht, na gut. Naja, wäre auch ein bisschen viel verlangt. Immerhin hängen wir hier gerade in 120 Meter Höhe und versuchen, Marshmallows zu scannen. Dann nimm mal so ein. Und er fällt ein Stück wieder nach unten. Na, der ist ganz schön wütend. Und noch ein. Na komm. Oh. Na komm. Da kommt die nächste Armee, die holen wir gleich mal weg. Hier drüben noch. Na, und den da hinten. Und jetzt nimm einen. Mach ihn mit deinen Bosonpfeilen weich. Na also. Wir kriegen ihn. Und? Na komm. Na komm. Noch einmal. Und genau jetzt natürlich. Unser Pack überhitzt. Du hast ihn in der Ecke, Kumpel. Lande noch einen letzten, damit wir ich versuch's. Können.
der will nicht so wirklich. Oh, hier kommt schon wieder die Mini-Armee. Deck ihn mit Bosonenpfeilen ein. Und er fällt. Das war mein Nachtisch. Der Punktestand lautet Geisterjäger 2, Gosa der Gosaianer 0. Anscheinend bist du bereit für die Oberliga-Champ. Ray, Peter, sind in Position. Falle ist fertig. Wir sind bereit, den Marshmallow-Mann zu fangen. Wo ist er? Er ist die weiße Pfütze, durch die du gerade fährst. Das Timing ist knapp daneben, Egan, aber gut, dass die Falle wieder funktioniert. Ich schätze, ich verdanke euch Jungs mein Leben. Sie ist sauber. Wie fühlen Sie sich? Ziemlich gut. Wenn man all die merkwürdigen Dinge außen vor lässt. Eigentlich ein ganz normal bescheuerter Tag im Büro. Hey, wissen Sie, ich vergesse nie ein Gesicht. Wir haben uns schon mal getroffen. Im Sedgwick Hotel. Sie haben mich damals abserviert wie kalte Suppe. Mein Name ist Elissa. Dr. Elissa Selvin. Ich bin Und Dr. Peter Venkman. Das ist Egan, Ray, Winston. Und ihn haben Sie getroffen. Mhm, die Geisterjäger. Waren Sie je zuvor in dieser Art von Quantentemporalriss-Ereignis verwickelt? Quanten was? Es heißt Lichtbogen, eine große Welle psychischer Energie. Ja, ich war im Museum. Eine Welle aus blauem Licht schoss durch das Gebäude. Und dann stand ich vor einem Zimmer in der 13. Etage eines alten Hotels. Das Sedgwick. Das Sedgwick hat keine 13. Etage. Es hat mich angezogen wie ein Magnet. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Ich musste einfach hierher kommen. Hierher? Es ist mein Übergangsbüro, wenn ich in der Stadt bin. Ich wollte etwas nachschauen, nachdem ich aufwachte. Wir würden im Labor gern ein paar kurze Tests machen und Ihnen ein paar weitere Fragen stellen. Die erste wäre, gehen wir heute zum Thai oder zum Mexikaner? Wow, Dr. Venkman, das waren fast 45 Sekunden ohne eine Anmache von Ihnen. Wollen Sie das nächste Mal auf eine ganze Minute gehen? Ein Doktor. Und so feurig. Ein feuriger Doktor. Gefällt mir das? So, wir haben New York erfolgreich zerstört und sind jetzt hier wieder in der Zentrale. Können wir hier an den Anrufbeantworter? Normalerweise sollten wir dort doch immer irgendwelche Nachrichten hören. Was haben wir hier? Ah. Unsere Artefakte. Hier drüben die Lunchbox, da dieses Modell. Der Toaster, den hatten wir ja auch. Na gut, gehen wir mal da drüben hin. Also, Sie wissen so viel über Gosa, weil... Weil ich Spezialistin für alte mesopotamische Kulturen und Architektur bin. Hauptsächlich sumerisch. Gosrianisch, genauer gesagt. Ich bin als Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung hier, die morgen im Museum für Naturgeschichte eröffnet wird. Ihnen ist bekannt, dass wir Erfahrung hatten mit Gosa. Ja, natürlich. Gosa war unterste Liga, bevor er uns traf. Eine Gottheit nur für Landeier. Wir haben ihn bekannt gemacht. Und wir bekamen keine Einladung zur Eröffnung. Ein Versehen, richtig? Damit habe ich nichts zu tun. Das, meine Herren, war mein Werk. Und ich versichere Ihnen, es war kein Versehen. Ach übrigens, ihr habt Besucher. Danke, Janine. Immer voll auf dem Posten. Walter Peck. Ich habe Sie ohne das Hinterteil des Bürgermeisters im Gesicht gar nicht erkannt. Okay, jetzt packt mal schön wieder alles weg. Entschuldigung, Dr. Selvin, sind Sie in Ordnung? Ich glaube schon, aber mir macht die Ausstellung Sorgen. Machen Sie Scherze? Solche Schlagzeilen sind unbezahlbar. Die Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung, vom Experten Peck empfohlen, wird in der Nacht vor der Eröffnung von Gosa selbst angegriffen. Bitte, sagen Sie mir, dass es Gosa war. Gosa manifestierte sich in einer bereits benutzten Form, dem allseits beliebten Marshmallow-Mann. Aber dieses Ereignis war schwächer als die erste Begegnung mit uns. Ha! Mehr brauche ich nicht, danke! Also, Jock, warum bringen Sie Dreck hierher? Oh, habe ich zur falschen Zeit gehustet?
Hören Sie, es geht darum. Sie, Peck und ihr Jungs werdet alle zusammenarbeiten. Was? Auf keinen Fall. Oh nein. Unmöglich. Also, ihr hattet mindestens ein Dutzend städtische Aufträge für Gefängnisse, Gerichtsgebäude und Werften. Ihr wollt euer Geschäft erweitern. Auch Aufträge vom Land und vom Staat kriegen. Ich bin dafür. Ihr wart eine große Unterstützung im Wahlkampf. Manche Leute sagen, sie wurden nur durch unsere Befürwortung gewählt. Irgendwie ja schon. Aber nach all dem Schaden, den ihr letztens angerichtet habt, will der Stadtrat, dass ihr mindestens 6 Monate lang genau beobachtet werdet. Wir schreiben doch immer Berichte. Zusätzliche Aufsicht ist unnötig. Echt lustig, Venkman. Sie waren schon immer mein Favorit. Also, hier kommt ihr alter Freund Peck ins Spiel. Er nervt und klebt an den Regeln. Ist mit anderen Worten perfekt für den Job. Er ist der neue Leiter von Peacock. Peacock? PCOC. Paranormal Contracts Oversight Commission. Als erste offizielle Aktion werde ich die Betriebslizenz von euch Clowns einziehen. Ganz ruhig, Peck. Beginnen Sie Ihre Untersuchung, wenn es denn sein muss. Nur halten Sie sie fürs Erste einfach unter Kontrolle und mein Büro informiert. Denken Sie daran. Ohne die Geisterjäger haben auch Sie keinen Job. Ihr braucht einander. Ist doch eine wunderbar ironische Symmetrie, oder? Hey, Mulligan, also echt. Bürgermeister Mulligan für Sie, Venkman. Also, verstehen wir uns? Das schützt uns alle. Ihr wollt mehr Regierungsaufträge? Ich meine Umfragewerte halten, Peck seinen kleinen Machtbereich. Haltet euch einfach an die Spielregeln. Hey, wir alle bekommen, was wir wollen. Und der Stadtrat ist zufrieden. Morgen kommt Ihr großer Abend, Elissa. Ruhen Sie sich aus. Da wir jetzt alle Freunde sind, bekommen wir Einladungen zur Museumseröffnung? Wohl kaum. Wir sehen uns bald wieder. Garantiert. Sieht Peck nicht genau wie jemand aus, der versehentlich in den Strahl eines Boson-Kollidierers läuft? Ich sag ja nur, es könnte passieren. Ray und ich haben diskutiert. Und wir glauben, wir sollten im Museum nachsehen. Was immer heute Nacht passierte, es begann dort. Ja, okay. Ich opfere mich fürs Team und bleibe bei Elissa. Zu ihrem persönlichen Schutz. Ihr Jungs, nehmt Winston und den Neuling mit. Was ist mit Peck? Er sollte doch über alles informiert werden, was wir tun. Was er nicht weiß, macht uns nicht heiß. Hey Leute, ihr müsst einen Umweg machen. Irgendwas Großes geht davor. Das Radio berichtet darüber. Schalt ein. Und nach einer weiteren Geistersichtung suchen Mitarbeiter der New Yorker Bibliothek nach Antworten. Die graue Dame. Diesmal schnappen wir sie. Los! Und was ist mit dem Museum? Das steht schon 104 Jahre da. Wohin sollte es heute Nacht verschwinden? Was ihr da mit der grauen Dame habt, ist an der Grenze zum Normalen. Das wisst ihr ja. Sie ließ uns wie Deppen aussehen, aber diesmal nicht. Oh, noch etwas. Peck rief an und sagte, dass ich ihm sagen muss, wo ihr seid und was ihr vorhabt. Sag ihm, ihr könnt uns im Museum treffen. Wir werden da sein.